Als ich des Lebens Mitte erreicht hatte, geriet ich in einen dunklen Wald, da ich vom rechten Weg abgekommen war. Das ist ganz unmöglich. Der Bischof hat's versprochen. Komm, umarme die Ewigkeit. Bald wirst du reingehen in den Kreis jener, deren Leben du zerstört und deren Seele du verdammt. Jene, die ich liebe, dürfen nicht für meine Sünden büßen. Ich werde mich selbst erlösen. Sterblicher! Du gehörst mir. Unmöglich! Nein! Nein! Bitte! Nein! Nein! Bischof sagte, unsere Sache wäre heilig, doch sie war alles andere als das. Nach 3 Jahren des Hasses, an dem sich dieser Krieg labte, sehnte ich mich nach dem warmen Busen meiner geliebten Beatrice, lechzte danach, alles, was war, hinter mir zu lassen. Thank you.
Warum brauchst du dein Gelöbnis? Ich verstehe das nicht. Die Bestie zerrte mich zurück. Hilf mir, bevor mir Herz und Hände zittern. Bei allen Heiligen, ich schwöre, allen fleischlichen Freuden zu entsagen, bis ich von diesem Kreuzzug zurückkehre. Ich habe mich dir hingegeben, weil ich weiß, dass du unserer Liebe die Treue hältst. Söldner aus Florenz! Euch alle, die ihr das Kreuz tragt, um das Heilige Land zurückzuerobern, spricht der unbefleckte Vater von allen Sünden frei! Sei gnädig, was auch immer du bist. Eine Dame rief, ich flehte sie an, meine Gebieterin zu werden. Beatrice! Mein Liebster, sie schwor, den rechten Weg wohl leider verlor. Helft ihm, Vergil, auf dass er zu mir komme. Ich bin Beatrice. Und wenn vor meinen Herrn ich trete, werde ich euch preisen. Dichter, ich flehe euch an. Gebt mir Kraft. Ich will ihr dieses Los ersparen, egal um welchen Preis. Fleischlichen Freuden zu entsagen, bis ich von diesem Kreuzzug zurückkehre. Ich habe mich dir hingegeben, weil ich weiß, dass du unserer Liebe die Treue hältst. Du hättest aufrichtig sein sollen zu diesem süßen jungen Ding. Aber nun bekomme ich den Preis. Lass sie gehen! Sie ist unschuldig! Nicht mehr lange! Ich gehöre jetzt ihm. Dich allein trifft die Schuld, heiliger Krieger. Du verdienst keine so aufrichtige und fromme junge Dame. Du da! Komm jenen! Die gestorben sind nicht zu nah. Wo ist Beatrice? Sie wagte eine höchst törichte Wette. Bring mich zu ihr. Ich gebe mein Leben, meine Seele für sie. Du Narr, deine Seele gehört uns jetzt. Der unbefleckte Vater spricht euch von all euren Sünden frei! Kann er uns wirklich ohne Beichte die Absolution erteilen? Würde ein Bischof lügen? Versprich mir, dass du auf Francesco aufpasst. Francesco aufpasst.
werde ihn wie meinen eigenen Bruder beschützen. Verschlang. Saladin, der legendäre Kurde, der die heilige Stadt besetzte und selbst dem wackeren Richard Löwenherz die Stirn bot. Saladins Soldaten sind geflohen. Dante, hörst du mich? Wir haben die Stadt genommen. Wer betritt mein Haus der Schmerzen? Jemand, der Beatrice liebt. Sag mir, wo ich sie finde. Es riecht nach einem Verräter und nimmersatten Mörder. Riecht noch einmal. Wie kannst du dir anmaßen, mit dem Richter der Verdammten zu sprechen? Richard will, dass wir 3000 Gefangene bewachen? Das ist des Königs Befehl? Er will über einen Austausch all dieser Gefangenen gegen das wahre Kreuz verhandeln. Verhandeln? Mit den Heiden? Ich kann euch beilegen, wenn ihr meinen Bruder gehen lasst. Ich habe ein Weib in Florenz. Dante, tu's nicht. Lasst mich euch beilegen. Beatrice,
Tu das nicht. Ich muss deinetwegen. Ich würde nie etwas tun, um das zu verschulden. Oh, aber das hast du schon. Lass mich dir helfen. Schau in die Augen deiner Liebsten, Dante. Schau. Dante, schau. Beatrice, was habe ich getan? Haben wir eine Übereinkunft? Ich bin kein Unmensch. Wachen! Lass diese Frau frei und ihren Bruder. Du hast dein Versprechen gebrochen. Du weißt nicht, wie es war. Und ob sie weiß, wie es war, ich habe es ihr gezeigt. Beatrice, nicht. Mir bleibt keine Wahl. Deine Liebste hat also Lucifer gewählt. Ich weiß um meine Fehler, aber das hat sie wirklich nicht verdient. Ich muss die Dinge zurechtrücken. Vergiss diese Hure, Dante. Wenn dieses schmutzige Werk einmal vollbracht und Lucifers Heimkehr besiegelt ist, wird ihre Rolle in diesem Stück so winzig sein. Ich verstehe das nicht. Aber natürlich nicht. Du hast die Schlüssel des Königreichs aufgegeben. Und wofür? Für den Busen einer dahergelaufenen Sklavin. Sei verflucht! Dafür ist es zu spät. Und nun verschaffen wir Lucifer die Zeit, die er benötigt. Herrin, überlass ihn mir. Wie du willst, Antonius. Nein, Antonius! Du sagtest, wir würden für alle Zeit vereint sein. Antonius! So durfte es niemals enden. Wir hatten eine Abmachung. Wer hat dich zum Priester gemacht? Wer hat dich zum Priester gemacht? Wie der Vater, so der Sohn. Denkst du, du musst nicht für deine Sünden büßen?
Ich habe die Kreuzfahrt angetreten. Der Bischof versprach, dass uns alle Sünden vergeben würden. Und ihr habt ihm geglaubt. Ihr habt diesem Heilsschacherer tatsächlich geglaubt. Und was ist mit den verlorenen Seelen, die wir getötet? Wo sind sie? Die kämpften auch für eine heilige Sache. Wo sind sie? Warum finde ich die Verdammten in der Hölle nicht? Weil das nicht ihre Hölle ist, sondern deine. Spar dir deine Tränen, Mädchen. So wie ich meinen Sohn kenne, ist er längst tot. Du wagst es, mein Haus zu betreten! Verflucht! Sie hat nichts getan! Halt ihn auf! Blicke auf den Tod und den Untergang deiner Familie, deiner Heimat oder deiner Lebensweise. Wie fühlt es sich an, selbst betroffen zu sein? Sie war nicht meine Schwester. Sie war mein Weib. Sei verflucht! Was willst du denn noch von mir? Willst du es wissen? Was noch? Es liegt ganz allein bei dir, das herauszufinden. Kämpfe weiter, Dante. Nimm es alles. Wie soll ich meine Familie ernähren? Das ist nicht mein Problem. Ich muss meine Freunde bewirten. Besserer Mann als dein Vater? Ich denke, ich bin meinem Vater zu ähnlich. Dann kehr um, Feigling! Das hat Beatrice nicht verdient. Ich werde nicht ohne sie gehen. Dann finden wir heraus, wer der Bessere von uns ist.
Benutze mich als Entschuldigung. Gib mir für alles die Schuld. Ihr seid so voller Gier und voller Hass. Ist das alles, was ihr mir anbietet? Ich bin nicht verantwortlich für das, was du bist. Und ich werde nicht wie ihr in der Hölle schmoren. Zu töten. Wir sind hier, um das heilige Land zu befreien. Seit wann hat ein Heide den Wert eines Christenmenschen? Genug! Dante mich verlassen. Beatrice! Als du dich mit diesem Mädchen einliest, hast du mich an Lucifer verkauft! Sie hat ihre Seele verwettet, dass du ihr treu sein würdest. Ihr Glaube in dich war wirklich rührend, also dachte ich mir, das ist genau mein Mädchen. Ich verdanke das alles dir, mein Freund. Und nun, lass meine Macht durch deine Seele strömen. Gib dich unserem Bund hin, und wir werden das Paradies zurückerobern. Tu's bitte nicht. Gläubige hat ihren Glauben verloren. Das Unverderbliche ist verdorben. Die reine Unschuld hat sich der Sünde ergeben, wie alle anderen vor ihr. Wer will mir jetzt noch mein Recht verweigern? Thank you.
Wir zogen also zur Stadt, gestärkt durch seine heiligen Worte, und kamen an diese Festung. Und plötzlich sah ich auf allen Seiten nur Leid und Schmerz. Unter den Gräbern sah ich Flammen lodern, deren Glut heißer war als jedes Handwerkseisen. Und aus den Gräbern drang ein Wehklagen, das nur den auf ewig Verdammten aus der Kehle strömt. Dein Freund Dante, sag ich dir, du bist noch nicht bereit. Freund? Ich bin sehr gespannt auf alles, was du mir zu bieten hast. Warum brichst du mich? Kennst du kein Erbarmen? Mutter. Nein. Löst sich die Seele aus dem Bunde mit ihrem Leib zur Gänze? Von Minos verdammt in den siebten Schlunde. Dort sprießt aus ihr ein Setzling, gleichsam ein Baum mit körperlosem Schmerz. Deshalb darf keine Seele je besitzen, was einst sie selbst genommen hat. Aber das ist ganz unmöglich. Ich verstehe das nicht. Ihr Herz war dem Fieber nicht gewachsen. Sie war zu schwach. Ich verachtete deines Vaters Grausamkeit. Doch ich war zu schwach, ihm zu trotzen. Und so entleibte ich mich. Und du bist von seiner Art. Vergib mir bitte. Ich habe versagt. Mir fehlte stets der Mut, dich zu beschützen. Kannst du mir vergeben? Ich hätte... Mutter, warum musste ich alles verlieren? Manche Männer ändern sich, andere... werden die Männer, die sie früher einmal waren, oder gerne wären. Beatrice war mein Ein und Alles. Warum nur verriet ich sie? Es ist zu spät für uns, Sohn, aber ihr bleibt noch Zeit. Erlöse mich. Meine Seele gehört dir. Du musst Beatrice retten. Sie ist unschuldig. Genug! 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 Nein! Es ist nicht an uns, über diese Seelen zu richten! Welche Seelen? Deshalb kämpfen wir! Sie sind nicht wir! Kämpft mit mir, Kreuzritter! Vergießt das Blut der Heiden! Ziert euch nicht! Ihre Seelen sind schon verloren! Francesco! Mein Bruder! Du! Du hast mir das angetan! Warte, hör mich an! Du verdienst es nicht, meiner Schwester Sklave zu sein! Geschweige denn ihr Herr! Und jetzt wirst du für alles bezahlen!
Francisco, nein! Was wir taten, geschah in Gottes Namen. Warum hat er uns verlassen? In Gottes Namen? Mord geschieht nur in des Mörders Namen. Erlöse dich selbst, Bruder. Benutze meine Seele weise. Beatrice, Schwester. In der Hölle gibt es den Ort Malebolge. Kreaturen! Kommt heraus und kämpft! Beatrice, bist du es? Dorsu Nokwal. Meine Liebste, ich bin gekommen, wie ich's versprach. Ich will nicht, dass du leidest. Doch du lässt mir nun mal keine Wahl. Ich bin nicht, was du denkst. Ein Nebenbuhler darf nicht sein. Lucifer verbietet es. Du musst dem Teufel nicht gehorchen. Komm zu mir zurück. Hüte dich vor den 10 Kreisen der Falschheit und des Verrats. Jene, die das Band von Liebe und Vertrauen brachen, werden an diesem Ort auf immerdar ihre Strafe finden. Malakoda, zeig unserem Gast seine letzte Ruhestätte. Stell dich dem Anblick dieser verderbten Seelen, den Kupplern und Verführern. Die Seelen dort, die da schmoren in menschlichem Unrat, sind der Schmeichelei schuldig. Dort unten schmoren die simonistischen Päpste, jene falschen Pfaffen, denen du so blind folgtest. Hätten die falschen Propheten hier deine Zukunft nur vorhergesehen. Die brodelnde Hölle der Politiker, die schlimmsten aller Lügner. Hier bei den Heuchlern bist du zu Hause, Dante, im 6. Höllenkreis. Dort unten erleiden die Diebe ewige Höllenqualen. Hier kannst du dich mit den falschen Ratgebern verbrüdern. Die schlimmsten aller Lügner, die Arg und Zwietracht in jenen sehen, denen sie vertrauen sollten. Der letzte Schlund, hier erleiden die Hochstapler, die Geißel der Gesellschaft, immerwährende Höllenpein. Beatrice, hör auf damit. Ich habe mich meinen Sünden gestellt und bin bereit, dich heimzuführen. All deine Sünden? Ich denke nicht. Blicke in den 9. Kreis der Hölle. Blicke in das dunkle und kalte Reich der Verräter. Allmächtiger, wer hat das zu verantworten? Kümmere dich um meine Schwester. Ich, mein Herr. Hängt ihn. Wenn Saladin von dieser Gräueltat erfährt, wird er die Mächte der Hölle entfesseln. Beatrice, ich werde dich beschützen. Mein Bruder ist tot wegen deines Verbrechens. Gab es einen Grund für diese Heimtücke? Nein. Ich lasse ab von meiner Reise. Mein Platz ist hier im Fegefeuer, der deine im Paradies. Ich bedauere aus tiefster Seele, was ich getan habe. Mögest du mir eines Tages vergeben. Mein Kreuz.
Beatrice. Du hast wohlgetan, Dante. Und obschon du es jetzt nicht verstehen magst, hast du weit mehr als diese unschuldige Seele gerettet. Denn deine Rolle in der ewigen Schlacht ist weit bedeutender, als du dir vorzustellen vermagst. Ich verstehe nicht. Deine Erlösung ist nah. Warte! Ich muss mich um sie kümmern. Ich bin so weit gekommen. Vertrau mir. Du wirst sie wiedersehen. Odysseus, der große Alexander, Attila, Lancelot, aber nur deine Seele war schwarz genug, mich zu befreien. Ich gab meine Seele, um Beatrice zu retten, nicht dich! Dachtest du wirklich, es ging um das Mädchen? Sie war nur der Köder für dich. Ihre Seele ist nun frei. Jetzt bleiben nur du und ich. Komm zu mir, heiliger Krieger. Komm und nimm dein Schicksal an. Erinnert euch des Himmelskrieges. Erinnert euch der Rebellion. Werden wir alle den Untergang des Universums sehen? Die gefallenen Söhne des Himmels werden sich wieder erheben! Es gibt da noch eine letzte Kleinigkeit, die ich dir vielleicht sagen sollte. Das ist unmöglich. Du bist tot, Dante. Du gehst nirgends hin. Keine Seele darf diesen Ort verlassen. Das ist verboten von ihm. Ich hab dich so unendlich satt. Ich werde meinen rechtmäßigen Platz im Paradies wieder einnehmen. Deine und die Sünden der Menschen ebnen mir den Weg, Dante. Sie sind der Grundstein meiner Rückkehr. Und alles, was gut ist, wird für alle Zeit vergehen. Nicht so schnell.
Ich habe auf dieser Pilgerfahrt viele Seelen gesammelt. Seelen, die ich aus diesem Inferno erlöste. Gemeinsam haben sie die Macht, mich zu befreien. Vater, Mutter, Brüder, erlöst mich! Diese Macht, Dante, wir können sie beide nutzen. Du und ich, mein Freund. Stell dir vor, was wir erreichen könnten. Das wage ich nicht. Dante, ich kann dich wieder mit deiner Beatrice vereinen. Gemeinsam werden wir über die drei Königreiche des Jenseits herrschen. Das wird nicht geschehen. Dante. Ich bin nicht gestorben und habe nie gelebt.